Ich möchte euch heute zeigen, wie man diesen schönen Stern hier ganz einfach nachbasteln kann. Dazu braucht ihr 7 Butterbrottüten, einen Kleber und eine Schere. Als erstes nehmt ihr euch eine Butterbrottüte und faltet sie in der Hälfte. So. Dann habt ihr hier eine Linie und seht hier, wo es zusammengeklebt ist, auch eine Linie. Dann nehme ich jetzt einfach die Schere und schneide die Spitze vom Stern. So. Und auf der anderen Seite schneide ich auch wieder bis zu der Linie. Dann nehme ich mir die anderen Tüten. Der Boden ist immer hier unten. Lege die zugeschnittene Butterbrottüte damit drauf und kann jetzt entweder einzeln jedes Butterbrotpapier schneiden oder alle zusammen. Ich schneide jetzt alle zusammen. Kann man noch ein bisschen nachschneiden. Das Papier ist ganz dünn, das kann man dann eigentlich ganz gut schneiden. Jetzt habe ich schon mal die Spitzen von dem Stern. Dann nehme ich mir die erste Butterbrottüte, nehme den Klebstoff und damit male ich jetzt auf jede Butterbrottüte einen T drauf, indem ich auf den Boden einen Strich klebe und dann einmal nach oben. Dann nehme ich auch schon die zweite Butterbrottüte, der Boden ist wieder unten, und lege sie da drauf und drücke das ein bisschen fest. Dann kommt wieder der Kleber, ein Strich unten und ein Strich nach oben. Die nächste Tüte da drauflegen. Ein bisschen festdrücken, wieder ein Strich unten, ein Strich mit dem Kleber nach oben und die nächste Tüte etwas festdrücken, nochmal unten und ein Strich nach oben. Und die nächste Tüte. Und der Schritt jetzt so lange, bis wir alle Butterbrottüten aufeinander geklebt haben. Noch einen Strich. Die nächste Tüte. Und noch ein letztes Mal erstmal. Noch ein Strich mit dem Kleber. Dann kommt die letzte Tüte darauf geklebt. Nochmal schön zusammengedrückt. Jetzt kann man sich das schon einmal angucken. Es fächert sich auf. Das ist gut. Und jetzt ein allerletztes Mal unten wieder ein bisschen Kleber und einen Strich nach oben. Und dann könnt ihr die Hände hier so in die Tüte reintun. Andere Hand in das andere Ende von der Tüte und dann so zum Stern zusammenkleben. Ein bisschen festdrücken und dann ist der Stern auch schon fertig. Wenn ihr den jetzt noch aufhängen möchtet, könnt ihr einfach mit einem Locher hier oben ein Loch einmachen und ein Band durchziehen. Und schon ist der Stern fertig.